Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS17 auf der Map Apps of Heide. Und wie wir hier sehen, ist meine Fahrerin für den Spaneinsatz schon ziemlich gut dabei. Ne? Die ist gleich fertig mit dem Spaden. Das heißt, wir können hier eigentlich jemanden raufschicken mit dem Ladewagen schon, der denn das Stroh einsammelt. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so schnell geht, aber das erstaunt mich jetzt doch. Dann können wir nämlich doch in dieser Folge... Oh, ich habe den Anhänger noch... Ich habe den Schneidwerksanhänger noch dran. Dann können wir doch an dieser Folge doch schon mal was ausprobieren. Und zwar würde ich ja gerne ausprobieren, ob wir das Abladen, was ja CP mittlerweile auch anbietet, dieses überall Abladen, ob wir das ein bisschen geschickt hinbekommen. Und zwar würde ich gerne Folgendes machen. Pass mal auf, wir fahren mal vorne auf die Wiese 2. Die Wiese 2, auf der Wiese 2 möchte ich hier Stroh lagern. Ne? Ich habe ja leider sonst keinerlei, oder ich wüsste nicht, wo ich sonst schön Stroh abladen soll. Und dann würde ich das so machen, dass wir hier rauffahren auf die Wiese 2. Oh, pass mal auf, dann fahren wir die Strecke gleich mal ein. Oh, pass mal auf, wir machen das komplett. Wir machen das gleich komplett und dann sehen wir ja, ob das funktioniert oder nicht. Ich werde mal hinten zur Wiese zum Feld hinfahren. Dann fahren wir vom Feld aus gleich los zur Wiese 2. Ich glaube, wir werden nicht über den Hof fahren. Wenn wir über den Hof fahren, schießen wir uns nur ein Eigentor. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann will ich mal gucken, ob wir rückwärts irgendwo ranfahren können und dort dann abladen können. Ob das funktioniert. Ich bin mir nämlich absolut nicht sicher, wie das überhaupt war mit der Abladegeschichte. Ich habe das, wie gesagt, einmal ausprobiert auf der bei CP Extrem. Da habe ich es einmal ausprobiert, aber dann nie wieder gemacht. Und deswegen müssen wir mal gucken, ob wir, wie das jetzt gleich aussieht damit. So, dann würde ich nämlich hier vorne auf die Wiese rauffahren. Wir müssen auch so ein bisschen langsamer fahren, nicht, dass wir hier irgendwo... CP macht ja gerne komische Kurven. Dann fahren wir hier auf die Wiese rauf. Ist vielleicht unüblich, Stroh auf eine Wiese zu legen, aber ich habe momentan keinen anderen Ort dafür. Dann drehen wir nämlich hier eine Kurve. Einmal bis hier vorne ungefähr. Genau, bis hier. Noch ein Stück weiter. Weil man muss ja bedenken, dass... Jetzt machen wir den Rückwärtsgang rein. Man muss ja bedenken, dass CP den Anhänger jetzt wechselt. Ne? Jetzt wechselt CP ja vom Traktor als Führungsfahrzeug rüber zum Anhänger. Das ist jetzt quasi der Anhänger ist jetzt das Führungsfahrzeug und der Anhänger muss auf dem Bubbles sein. Und rein theoretisch, wenn man es richtig macht, fährt man den Rückwärtsfahrkurs, Abladekurs nicht mit Anhänger ein. Ich mache es jetzt trotzdem, weil wir hier ja nicht on point irgendwo was abladen müssen. So, dann würde ich nämlich hier einen Abladepunkt setzen. Wir setzen wieder in Vorwärts. Es kann sein, dass ich jetzt hier falsch bin. Nö, vielleicht aber auch nicht. Wir fahren jetzt einfach wieder vorwärts hier raus aus der ganzen Geschichte. Fahren hier vorne wieder rauf auf die Straße. Und dann schauen wir uns das gleich mal an, ob er da abladen wird. Und wenn nicht, dann überlegen wir uns, warum er da nicht ablädt. Na? Aber da werden wir bestimmt... Also egal, was er macht, wir werden da definitiv eine Lösung finden. Weil irgendwie geht das. Irgendwie wird das funktionieren. So, hier wieder ganz langsam und geschmeidig rumfahren. Nicht, dass wir irgendwo hängen bleiben. Und dann sind wir hier vorne wieder am Feld 2. Punkt. So, und dann machen wir nämlich Feld 2... 2, Stroh, Ablage. Okay. Das nehme ich einmal raus. Wir holen uns jetzt das, wir gucken mal nach Feld 2, nach den Feld 2 Strecken. Ja, ich habe nämlich hier nicht mit 0 gearbeitet, was aber bei beiden nicht. Das heißt, beide Strecken sind schlecht geworden sozusagen. Wir holen uns die Feldarbeit dazu und ich sage, er soll beim ersten starten. Jetzt wird er erstmal anfangen, das erste Stroh einzusammeln. Das ist ja ganz legitim und wir können uns dann um den Kollegen hier mit dem Schwader kümmern und den wieder zurück zum Hof fahren. Und dann gucken wir uns das gleich
wenn denn unser Ladewagen so ein bisschen was eingesammelt hat, gucken wir uns das dann an, wie das bei ihm vorangeht. Aber bis dahin können wir den Schwader erstmal wegbringen. Na? Den Schwader-Kollegen. Ja, was habe ich denn mit dem Stroh eigentlich vor? Das Stroh ist eigentlich ziemlich wichtig, wenn es denn irgendwann mit Tieren losgeht, ne? Dass wir Tiere haben. Und darauf möchte ich ja auch irgendwann hinaus. Also, ich könnte mir mittlerweile gut vorstellen, man weiß halt nicht, wie lange das noch dauern wird mit der Stappenbach zum Beispiel. Stappenbach habe ich ja vor 2, 3 Folgen mal gesagt, das ist eine Map, worauf ich mich tatsächlich jetzt mal wieder freue, dass da vielleicht was kommt und vielleicht wird die ja tatsächlich mal so gut, dass man sagen könnte, okay, das ist wirklich eine gute 17er Map geworden. Ne, die auch grafisch daran kommt, was LS17 momentan ist. Weil viele Maps und auch die Ebstorfer Heide kommt bei Weitem nicht grafisch an das ran, was eigentlich LS momentan bietet. Muss man ja ganz ehrlich sagen. LS bietet da viel, viel mehr. Und dementsprechend hoffe ich halt, dass das eine gute Map wird, ne? So, erst einmal einsammeln. Das sieht gut aus. Habe ich hier noch was zu trinken? Oh ja, da ist noch was. Aber ich habe auch noch Tee, ne? Oh ja, ich habe noch Tee. Dann kann ich ein bisschen Tee trinken, während er hier seine Runden dreht. Ne? Ihr fragt euch doch sicher, oder ihr fragt euch sicherlich. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt, also ich weiß nicht, wann diese Folge rauskommt, aber ich werde auf jeden Fall in der letzten Woche oder diese Woche, je nachdem, ich glaube, die Folge kommt nach dem Mittwoch raus. Ich werde auf jeden Fall letzte Woche am Mittwoch nicht LS im Livestream gespielt haben, weil mir die Aufrufzahlen einfach zu gering waren und dann kann ich auch in der Woche Minecraft spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Beziehungsweise ich habe jetzt dahingehend umgeschichtet, dass ich ein anderes Spiel noch im Stream haben möchte. Und das wird City Skylines sein und das werden wir auf den Freitagabend jetzt legen. Das habe ich die letzten beiden Wochen mal immer samstagsabends gespielt, aber ich kann nicht jeden Samstagabend streamen. Also, aber ich möchte das Spiel halt gerne fest reinnehmen. Also habe ich das jetzt für den Freitagabend erstmal eingeplant. Und ich bin am überlegen, ob ich mir irgendwie nochmal so ein LS Samstag oder Sonntag mache. Also sprich mal wieder von morgens bis mittags LS zu streamen. Ich bin am überlegen, ob ich das irgendwann mal einen Samstag oder einen Sonntag mache. Ich weiß noch nicht genau wann. Ich muss mal gucken, wieder so die. Ich werde mal reinhören und reinfragen in den Stream. Beziehungsweise ich frage euch auch mal. Ihr könnt das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch denn eher gefallen würde, ein Samstag oder ein Sonntag. Ich weiß von damals, von den Aufrufzahlen, war eigentlich der Sonntag immer besser besucht gewesen als der Samstag. Was ja auch ganz logisch ist, weil ein Sonntag, da haben ja die meisten frei. Samstags geht es dann irgendwie nochmal shoppen, einkaufen oder sonst irgendwas. Und deswegen würde ich halt, glaube ich, zum Sonntag tendieren. Jedoch lasse ich mich auch auf den Samstag ein, wenn die Masse von euch bzw. viele bekannte Gesichter sagen würden, ja, ein Samstag passt mir besser, weil ich sonntags vielleicht schon irgendwie irgendwohin unterwegs bin, weil ich dann am Montag irgendwo von der Arbeit sein muss oder. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr besser findet. Ob es denn auch schon dieses Wochenende durchgeführt wird, umgesetzt wird, das kann ich noch nicht versprechen. Ja. Wann wir das dann machen, das weiß ich noch nicht. Das wird sich dann so zeigen. Ja. Aber es ist mal momentan so ein Gedankenspiel. Aber die Häufen sind halt super groß, ne? Aber er fährt ein kleines Stück immer vor. Guck mal, dass das ein überdimensionaler Haufen ist. Das sieht aber schon mal gut aus, ne? Das hat er schon mal gut gemacht. Also da kannst du dich echt nicht beschweren. Jetzt ist die Frage. Oh, und weg ist es. Ne, ist einfach nur aus der Dings rausgegangen, ne? Aus der Sicht. Ah, und dann kann ich halt später immer mit einer Schaufel oder sonst irgendwas beigehen und
das Stroh dann für die Tiere benutzen. Tiere sind recht teuer, ne? Muss man mal ganz ehrlich sagen. Ich glaube, Tiere. Achso, erstmal, hier sind ja nur die Fahrzeuge. Wenn man sich jetzt Tiere anschaffen will, man kann ja auch hier vorne welche kaufen, ne? Beziehungsweise kann man hier welche kaufen? Warte mal, hier ist der Kuhstall. Ist hier kein Kauftrigger drin? Hier ist halt irgendwas, aber nicht das. Hier ist Güllefüllstand, okay. Sind das hier vorne, sind das die Schweine? Oder sind das hier auch Kühe? Hier ist auch nichts. Hier ist halt, wo ist denn eigentlich der Trigger, um Tiere abzuliefern? Weil da, wo der Trigger ist, um Tiere abzuliefern, da kann man halt auch kaufen, gegebenenfalls, ne? Wenn das denn hier so eingestellt ist, ich weiß es natürlich nicht. Hier ist auch, oh, hier könnten die sogar rauslaufen, ne? Obwohl, nee, das ist ja so vorgesehen. Ja, hier können sie rauslaufen. Und wie kann man, was ist das hier? Ach so, hier ist Licht. Mach das Licht an. Geh mal hier rüber. Oh. Kann ich hier Tiere abgeben? Nee. Wo kann ich denn Tiere überhaupt kaufen hier auf der Map? Da oben ist der Tierhändler. Jetzt ist die Frage, wo kann man denn die gekauften Tiere überhaupt abgeben? Also, ist denn überhaupt hier ein Kuhstall? Ja, ne? Das ist doch hier mein warte mal. Das ist doch hier mein Kuhstall, oder wo ist mein Kuhstall? Das sieht so nach Kuhstall hier aus, aber kann natürlich sein, dass es gar kein Kuhstall ist. Ich habe alles eingeblendet. Doch, Dreieck, Kuhhof, genau. Und Schweine sind bei Weiß. Wo ist denn Weiß? Wo ist denn Schweine? Schweine ist bei Weiß. Und wo ist Weiß? Also ich weiß hier unten, dass das Schafe, ne? Das sind Schafe. Vielleicht holen wir uns... Ach, da oben sind Schweine, okay. Vielleicht holen wir uns auch Schafe. Schafe sind natürlich auch eine nette Geschichte, ne? Lass mal, ich will mal wissen, was Schafe kosten. Lass mal mit einem Träger zum Schafhändler fahren. Zum Tierhändler, nicht zum Schafhändler. Weil Schafe... Aber Schafe brauchen keinen Stroh, ne? Ich will mal wissen, was Tiere kosten jetzt. So, wir gucken uns das mal an. Das hier ist doch eigentlich auch ein... Wenn das jetzt hier nicht der Schweinestall ist, ne? Das ist ja ursprünglich der Schweinestall von der... Den habe ich auf der Stappenbach kennengelernt. Wenn das hier... Oder ist das jetzt der Kuhstall hier? Achso, hier ist eine Werkstatt. Direktankauf und Konfiguration und Verkauf. Ich kenne diese Karte halt null, ne? Merkt ihr gerade. Ah, hier kann ich auch keine Tiere anliefern. Vielleicht sollte man die Tiere auf dieser Karte nicht selber transportieren, sondern anliefern lassen. Vermute ich mal. Ich muss mal Juli fragen, wo der Trigger dafür ist. Vielleicht ist der ja irgendwo und ich habe den bloß nicht erkannt. Wir müssen uns auch Gedanken machen, deswegen ist es eigentlich auch ganz gut, dass ich jetzt mal mit dem Steier unterwegs bin. Wir brauchen wahrscheinlich einen weiteren Feldrandcontainer für die Geschichte da hinten. Wobei, ich kann mir den Feldrandcontainer auch holen, ne? Ja, ich glaube, wir werden den Feldrandcontainer da hinten leer pumpen. Und ja, den werden wir leer pumpen und dann fahren wir den rüber. Weil bis auf die Strecke vom, na, wie heißt es? Bis auf die Strecke vom Güllefahrer haben wir da ja nichts eingespeichert. Was ist blau? Blau ist nicht drauf verzeichnet. Blau ist irgendwas. Aber blau ist... Blau ist irgendwie gar nicht... Da ist ein blaues Kästchen bei 13. Aber da steht nicht bei, was es ist. Interessant. Und Kühe sind jetzt ja auch keine Tiere, die man unbedingt verkaufen würde wieder, ne? Das heißt, die könnte man sich ja tatsächlich liefern lassen. So, guten Tag. Wo sind denn hier die Tiere? Beiwart, Tierankauf, Verkauf. Okay, kann ich hier irgendwas drücken? Einsteigen? Muss ich hier irgendwie was? Tiermenü öffnen. Siehst du, hier ist es. 5.000 Euro für eine Kuh. 4.000 für ein Schaf. Das geht eigentlich, ne? Das sind eigentlich angenehme Preise. Ja, und wenn ich die dann direkt liefern lasse... Ach so. Ja, 200 pro Tier. Was kostet der kleine Anhänger? Da
Das ist ja wieder geizig, der Tizi, ne? Der kleine Anhänger kostet 24. Man muss halt mal gucken, wie stark sich die Tiere vermehren. Obwohl die Kühe vermehren sich nicht so stark, ne? Das heißt, man müsste schon einen ganzen Schwung Kühe kaufen, bevor es da richtig losgeht, so, sagen wir mal so. Sagen wir es mal so. Bevor es da richtig losgeht, müssten wir mal einen ordentlichen Schwung an Kühe kaufen. Gut, ich werde mal nochmal jetzt ganz schnell, mein Wecker läuft zwar gerade wieder ab und der klingelt auch gleich, aber ich werde jetzt nochmal kurz rüberfahren zu dem Anhänger, zum Gülle-Anhänger. Da werden wir jetzt nochmal die Gülle rausziehen aus dem Feldrandcontainer. Mal gucken, wie viel wir da rausbekommen. Am besten wäre natürlich, wenn wir alles rausbekommen, weil ich möchte eigentlich nicht den kleinen Feldrandcontainer ziehen, wenn da noch Gülle drin ist, weil dafür ist er nicht gedacht. Und deswegen wäre das halt ärgerlich, wenn... Wobei, wir können den Feldrandcontainer ja stehen lassen. Und wir werden einfach den Gülleumschlag machen wir einfach über den Anhänger, den großen. Wir müssen ja keinen Feldrandcontainer hinstellen. Und dann würden die sich einfach damit betanken. So, füll dich mal auf. Achso, ich bin nicht auf dem richtigen Gerät. Genau. Der wird sich jetzt auffüllen. Ja, da ist mehr drin, als was hier reingeht. Aber es ist in Ordnung. So, ich will mal einmal kurz gucken, was der Kollege macht. Oh, der hat noch zweites Mal abgeladen schon. Oh, das funktioniert. Wisst ihr was? Ich hänge noch eine Folge heute dran und dann wird das Feld hier wenigstens abgearbeitet. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke für den ganzen krassen Support. Und wenn es euch gefallen hat, ne, Daumen nach oben da lassen auf jeden Fall. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns morgen bei einer weiteren Folge wieder. Bis dahin. Bye, bye.